Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command Erster Weltkrieg. Mittelmächte auf sehr schwer und die Lage ist weiter kompliziert. Hier erstmal Kuwait, wo noch das eine Luftschiff drin rumsteht, das wir wohl erst kriegen, wenn die Versorgung ganz am Ende ist, was hier noch ein paar Runden dauern wird. Dann Ägypten steht hier eigentlich weiter recht stabil. Du kannst nochmal dich damit hinstellen und verschanzen. Ja, angreifen ist auch nicht recht drin, da bräuchten wir Kanonen und so, was mit den Osmanen ja auch irgendwann geplant ist. Aber derzeit noch nicht ganz drin finanziell. Oh, hier können wir zum Glück die Russen Großteil schlagen. Der soll am liebsten schon nach vorne, wenn... Ja, hier das mal eben übernimmt. Sonst verschanzt dich erstmal hier. Vielleicht können wir jetzt auch ein wenig offensiver agieren hier gegen den Russen. Ja, für den Reiter im Hochgebirge kommt man eh nicht voran. Aber andererseits, der, naja, wenn der jetzt den Ort sichert, der wird recht schnell dabei drauf gehen. Du kommst ja auch schon mal den Weg mit. Wir schauen gleich nochmal wegen dem Reiter. Hier müssen noch den Ort runter belagern und dann haben wir hier so ein Korps, der vorgebrochen ist. Der aber offensichtlich zumindest halbwegs angreifen können. Ist bisher auch noch überlebt, aber jetzt will ich es kriegen. Sehr schön, da ist es weg. Gut, der Reiter könnte jetzt auch an das Sakuran gehen, aber ich glaube nicht wirklich, dass er es tut. So. Naja, gut, hier noch irgendwie eine Notfalltruppe. Na, ist vielleicht doch ganz nett. Du kommst erstmal dahin und wirst demnächst verstärkt. Und dann sind hier demnächst alles, was die Russen erobert haben, demnächst zurückgeholt. Haben wir da noch was rumstehen, wo ich noch nicht ganz sicher weiß, wo das eigentlich hin soll. Ja, die Osmanen sollten sich eigentlich langsam mal eine Artillerie kaufen, aber jede Runde passiert irgendwas, dass man denkt doch noch, ah, vielleicht. Und wenn man jetzt vielleicht nur einfach nicht zu viel ausgibt, dem läuft schon. Jetzt zum Beispiel einfach die Industrie maximieren, aber das restliche Geld sparen. Dann müsste es im nächsten Zug reichen. So, vor Serbien. Theoretisch hätte das österreichische Geschütz demnächst genügend Kugeln, um hier die Verschanzung rauszunehmen. Man könnte also probieren, da anzugreifen, aber wir müssen auf jeden Fall hier erstmal etwas verstärkt werden. Ich glaube, Österreich war eh. Oh, die sind eh am Forschungslimit. Der ist ja auch ganz schön kaputt. Vielleicht auch mal an der Position, die war hoffentlich nicht so stark angegriffen wird. Tja, und das Geschütz müsste man eigentlich auch mal voll machen. Sehr viel anderes zum österreichischen Heilen ist hier nicht, dann darfst du auch mal geheilt werden. Nein, Flugzeuge, das ist dann irgendwann Luxus, den wir nicht unbedingt haben. Das U-Boot hier draußen, dann könntest du mal wieder rausfahren. Tja, und da sind die österreichischen Punkte, aber mal wieder in so einem Tempo weg jedes Mal. So, den können wir einfach abräumen. Hier ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass sie hier lang laufen. Hier fangen wir erstmal an, den einfach abräumen. Geht sogar erstaunlich gut. Überlegen, die Abteilung hier einfach in den Weg stellen. Er kann sich nicht mehr verschanzen. Aber das ist auch Hochgebirge. Musst ja nicht angreifen. Und du verteidigst den Weg hier. Und ich hoffe, dass du da das erstmal aushältst. Sieht so aus, als ob wir ja aus Krakau auch vorrücken können demnächst. Aber gleichzeitig muss hier natürlich auch die Linie weitergehalten werden. Ist deine endgültige Position? Ist noch eine gute Frage. Es waren 3 zu 3. Könnte natürlich mit dem zumindest hier ganz vorsichtig vorrücken. Müssen wir aufpassen, dass das hier nicht irgendwie gleichzeitig zusammenbricht.
Der könnte dann nach Tarnow hinterherrücken, wenn man halbwegs sicher sein kann, dass von da niemanden nachkommt. Und du gehst erstmal dahin. Bis nach Tarnow. So, und wie ist hier? Können wir Radom einschließen? Er hätte dann auch direkt im nächsten Zug keine Versorgung mehr und wir könnten den Ort uns mal eben holen. Dings zum Einschließen, es ist erforderlich hier. Vor zurück, aber wir haben dann auch immer noch die Bewegungspunkte auf jeden Fall, um uns zu verschanzen. Schauen wir mal, ob das hält. Dann, na gut, ich glaube kaum, dass die Abteilung hier rausgeht. Vor allem, wenn wir den dann umschlossen haben, hat er keine Versorgung mehr und kann auch nicht mehr nach Krakau durchlaufen oder so ein Kram. So, dann haben wir hier einige angeschlagene Einheiten. Du kommst da rein, da ist auch direkt Schützengraben, das passt. Der müsste ja mal geheilt werden. Hier theoretisch auch, aber wegen der hat eh nicht so überragend viel Moral. Wenn wir ein bisschen auf den draufhauen, könnten wir versuchen, den rauszunehmen. Geht auch unschön nah am Hauptquartier. Kann ich schon versuchen, denke ich. Aber mit dem Luftschiff, wie sieht das hier hinter aus? Oh, immer mal jemand. Wenn man die Linie irgendwie überwindet, dann sollte es da langsam mal Platz geben. Also wir haben natürlich auch mit den Deutschen die neuen Infanteriewaffen und so. Aber wer benachbart zum Gegner steht, kann die ja eh nicht kriegen. Und hier sind ziemlich viele benachbart zum Gegner und die würde ich lieber diese Runde auch noch kämpfen lassen. Aufklärungsbomber ist da oben. Also nicht hier. Nur 2-2. Okay, unter anderem, weil da ein Fluss ist. Ja. Ah, hier ist mal ein 2-3. Er hält natürlich auch die Stadt. Ja, immerhin. Haben ihm an der geschlagen und ich würde sagen, du rückst da rein vor, weil du kannst dich da noch verschanzen und dann das Hauptquartier, denke ich, noch hier ran. Genau, haben wir hier auch Versorgung und das Ganze in der Gegend. So. Hier ist auch nicht irgendwie jemand, der hier im Zweifel direkt durchlaufen könnte. Dahinter ist eh das Gelände schlecht. Dann sind wir hier. Also hier war, glaube ich, die Überlegung, Memel versuchen abzuschneiden. Ah, der Reiter kommt aber eh noch gar nicht rein. Ja, wir haben September. Bald ist Matsch, wenn es nicht losgeht. Heißt, wann ist denn jetzt mal überhaupt knapp? Gut. Andererseits die Infanteriewaffen. Nimmt man diese schweren Entscheidungen. Sollen jetzt müssen sie natürlich zum Teil verstärkt werden. Also, sonst machen wir erstmal die Artillerie so hier hin. Damit wir demnächst Gumbin erobern können und dann nach Grodno. Also geht auf jeden Fall schon mal dahin. Der Aufklärungsbomber muss geheilt werden. Ja. Sagen wir, die Kavallerie rückt schon mal dahin vor. Aber verschanzt sich erstmal. Dann Einheiten erhalten hier schon mal zum Teil die Infanteriewaffen. Du kommst erstmal mit nach vorne. Vielleicht hier hinstellen. Ja, und dann nehmen wir im nächsten Zug hier erstmal Gumbin ein. Sonst hier vielleicht auch mal eben. Sicherheitshalber auch.
Gut, ihr macht das, ihr macht das. Italien hielt, glaube ich, soweit. Erstmal, ja. Wir können weitermachen. Dann haben wir die Westfront, wo es hier und da ein bisschen unangenehm aussieht. Tja, da wäre die Frage, kann man hier angreifen? Dann auch mit dem Elite danach durchtauscht. Könnte sein, dass man den kriegt. Aber dann an der feindlichen Artillerie und die erstmal vertreibt. Riskant ist das ja schon. Okay, wir haben zwar einen feindlichen Abfangjäger, denke ich, aber wir können ja trotzdem mal kurz schauen, wie hinter so aussieht. Jetzt hinter der Artillerie sitzt sogar ein Hauptquartier und noch eine Artillerie und ein Flugzeug. Das ist gemein, so wie der Gegner reagiert, die KI, wenn man da irgendwie ist, dann wird er das wahrscheinlich erstmal alles umschichten und man hat einen Moment Ruhe. Oh, es ist zwar durchaus teuer, aber ich würde mal schauen, wie der Angriff hier läuft. Mittelmäßig. Sehr mittelmäßig. Ja, vielleicht machen wir an der Stelle dann lieber doch nicht weiter. Den Kollegen und halten ansonsten die Linie. Naja, und den dahinter bitte auch mal. Und hier die halbe Front könnte man auch mal heilen. So, irgendwie vielleicht eine Angriffschance ohne Artillerie, wo der Gegner gerade nicht so stark ist. Sehr schön. Muss jetzt auch erstmal nicht nachrücken, Hauptsache einfach ein bisschen draufhauen. Schaden machen passt schon. Hier hat der Gegner auch nur Bodendeckung. Wenn die vielleicht noch rausschießen. So, und ihr werdet durchgetauscht und was noch so steht, müsste geheilt werden. Natürlich ganz wichtig, Infanteriewaffen schon mal höher ziehen. Wir haben in der Forschung noch ein paar Punkte bei den Deutschen. Aber man könnte natürlich das Jagdflugzeug nochmal hochziehen, dass das möglichst bald mal da ist. Ansonsten noch vielleicht, ja, Runde mit sehr vielen Heilung. Alter wieder fit machen. Ah, wir können natürlich hier in der zweiten Reihe schon mal Upgrades verteilen. Und sind dann pleite. So, ich würde sagen, ihr bekommt hier hinten ein neues Korps. Sagen wir mal die Ostfront. Darum oder mehr hier oben. Nicht ganz hier, du gehst erstmal dahin. Noch ein österreichisches Korps, der kann vielleicht auch hier in die Gegend. Eine direkte frontnahe Platzierung ist zwar eigentlich doof, aber daran dürfte er jetzt auch nicht übermäßig stark sein. Mal dahin. So, die Flotte. Also die meisten U-Boote sind erstmal entspannt in den Häfen. Irgendwann geheilt, aber ein paar sind hier draußen. Der mit der Versorgung 0 muss irgendwie versuchen, da durchzukommen. Weil ich auch nicht wirklich weiß, wie das gehen soll. Dann haben wir hier oben ein paar. Weil der müsste eigentlich auch aus Versorgungsgründen versuchen, zurückzukommen. Theoretisch auch. Komm, eine Runde machst du noch mit. Und dann schicken wir dich zurück.
Ja, die anderen U-Boote und Schiffe insgesamt bleiben da erstmal. Der Osmane spart auf eine Artillerie. Und dann können wir, denke ich, den Zug beenden und hoffen mal, dass nichts total wieder schief geht. Neuer Befehlshaber der griechischen Streitkräfte, die werden wohl irgendwann beitreten. Ah, Führung und Kontrolle 3, genau. Das Logistik 3, auch gut. Ist 3, Führung und Kontrolle, ja. Ansonsten leider nicht viel mehr, aber die Punktzahlen weiterhin in Ordnung und es wird ja auch eine Menge schon an Österreich abgedrückt. Also Deutschland an sich sogar schon mit 600 Punkten. Dann schauen wir mal. Hat immer so viel Hoffnung am Ende des eigenen Zuges, dann kommt der Gegner und alles wird zusammengeschlagen. Russische Reiter haut ab. Das wird erstmal neu besetzt. Die Franzosen haben auch die Infanteriewaffen, die man hier an diesem Reiter sieht. So, der wird hingebracht. Mit verstärken. Ah, und okay, das U-Boot ist hinüber. Das war's mit ihm. Und hier sind noch nicht zum Teil der Artillerie noch nicht geupgradet. Aber die Westalliierten haben das definitiv schon beide. Die Westentente hat mir natürlich die korrektere Bezeichnung. Die Typen. Irgendwen übersieht man immer zu Beginn einer neuen Staffel. Die Einheit ist tief verschanzt, deswegen hat sie das so gut überstanden. Okay, zugeben, eine zweite Reihe hätte hier doch auch mal was bei den Österreichern, falls mal die erste Linie doch durchbrochen wird. Aber bis hierhin scheint das mal eine ganz entspannte Zwischenrunde mittendrin zu sein. Fast, da ist ein Brit in Serbien. Interessant. Hier einfach mehr Leute hin. Ach, da will man doch nur Mebel einkesseln und dann das. Hinterstehende Rem. Geht direkt eine Kanone. Als man irgendwie die Mannstärke zusammenkriegt, da ranzukommen. Über ein Radum. Jetzt wohl nicht mehr befreit zu werden, dann können wir hier im Fluss vorrücken und überlegen, wie man Ivanovgrad einnimmt. Niederlande? Die investieren? Ach. Müssen in die Niederlande diplomatisch investieren. Weil das, also, das wäre dann wirtschaftlich doch wieder total schaden.
Kriegen ein Chor und U-Boot, das geht eigentlich im Prozent, aber klar, das ist zu viel. Was besser sind zwei Chors? Naja, und zwei U-Boote, okay. So, die hatte ich total übersehen. Also wahrscheinlich, also das sind ja Partisanen, die können sich auch in die Wüste schlagen. Aber unsere reguläre Einheit hier braucht natürlich eine Stadt. Und ihr mauert euch einfach da drin. So, ihr macht hier weiter. Also einfach halten. Ihr belagert das Luftschiff weiter. Das hat bald keine Versorgung mehr. Und dann sind wir insgesamt hier drüben. Und jetzt endlich mal die erste Kanone. Ah, der hat schon mit Upgrade. Geht nur ums Finanzielle, weil da hat man zumindest noch 77 Punkte, wenn man hier irgendwas verstärken will. Gut, dann halt ohne Upgrade. So, den hätte ich hier zum Beispiel sehr, sehr gerne verstärkt. Der hier gerade so steht, wo er die Russen aufhalten kann, das ist leider wahnsinnig teuer. Könntest du hier, oder ihr könnt euch hier vielleicht mal durchtauschen. Und er sich hier nämlich noch verschanzen. So, und dann müssen wir ihnen diese Einheit nicht zu dringend reparieren. Hier wäre schön, wenn irgendjemand sich verschanzt. Muss wahrscheinlich nur gegen den Reiter überleben. So, ihr rückt hier alle vor. Dann verschanzt euch bitte. Zumindest soweit möglich. Saku kommt allmählich nach und du kommst hier auch irgendwo nach vorne. So, dann können wir uns leisten, es leisten, den wieder voll zu machen, den wenigstens ein bisschen. Und dann sind die Osmanen erstmal pleite, aber immerhin. Und die Russen jetzt einen Großteil wieder zurückgedrängt. Das österreichische U-Boot wurde extra repariert. Und schauen wir mal, ob du was anstellen kannst. Auch was gemacht, ihr bleibt alle erstmal schön da. So, jetzt sind hier drüben schon die Briten. Interessant. Bei menschlichen Spielern habe ich schon mal hin und wieder gesehen, aber bei der KI weiß ich gerade gar nicht. Und wir haben 5 Geschosse. Tja, sollen wir uns riskieren? Also theoretisch könnte man noch auf ein 6. Geschoss warten, das einfach mal noch ein bisschen reduziert. Aber in den nächsten Zügen könnte es regnen, wodurch der Aufklärungsbomber nicht mehr mithelfen kann. Ansonsten irgendwas, das hilfreich wäre. Infanteriewaffen, aber auch erst in ein paar Zügen, dann wäre Winter. Und dann wohl alles wieder erst so recht 1916 möglich. Also ich würde sagen, wir können es ja mal riskieren. Einmal hat es ja schon mal geklappt, Belgrad einzunehmen und wurde sofort zurückerobert, aber immer noch heftige 3 zu 0s gegen uns. Gewisse Bedenken. Ja. Das wird so nix. Immerhin ein Schaden am Gegner. Positiv sehen. Müssen wir halt auf die Infanteriewaffen warten und alles. Und das irgendwann später machen. Rumänien wird hochziehen, weil Serbien 1916 noch lebt. Aber das ist vorläufig noch in Ordnung. So, dann haben wir diese Front hier drüben. Hat sich der Gegner hier auch stark verschanzt und alles und man kommt kaum noch. Wobei die neuen Einheiten. Wir versuchen hier den Reiter anzugehen und vielleicht dann sogar mal auf Sack schlagen. Weil ich sagen würde, ihr verschanzt euch hier erstmal. Erster verschanzt, der Reiter könnte natürlich versuchen, hier durch diesen Bereich zu gehen. Haku anzugehen, wobei Reiter sind eigentlich nicht ganz so stark und der ist auch ein bisschen Bodendeckung.
Mit der Festungsbesatzung anzugreifen, die muss ja noch die Festung verteidigen. Aber wir könnten hier versuchen, das 3 zu 1 mitzunehmen. Was gut aussieht, dann tauschen wir mit dem. Auch gut aus, wenn wir jetzt vielleicht diese Abteilung, kann die den Reiter, ja. Könnten wir hier einmal offensiv mit dem Chor ziehen oder das Hauptquartier angehen. Wird zwar vielleicht das Chor geschlagen, weil es nicht verschanzt ist, aber das war schon mal ein guter Treffer. Und wenn die sich dann erstmal da oben hin orientieren zu dem Chor, der Rest zeitig zu verschanzen und dann wird es demnächst eh erstmal Winter. So, wir können den in Radom rausnehmen und das können glücklicherweise auch unsere Abteilung hier machen. Du kannst direkt den Platz da übernehmen. Tja, hier ist dann ansonsten eher wenig los. Also, was wäre denn das nächste Ziel? Anokot. Wenn man dann ein paar mehr Kurs hier drüben hin verlagern. Davon hier oben noch mehr und dann ob man die irgendwie so umgehen kann. Tendenziell würde ich sagen, die Artillerie dahin. Und Kurs hier verstärken. Ich meine, wir haben durchaus ein paar Punkte mit den Deutschen. Gleichzeitig aber auch Einheiten da lassen oder gerne auch endlich mal upgraden. Machen wir die Armee hier erstmal in Teilen wieder fit. Vielleicht auch den, der in Warschau steht, bei den anderen beiden. Schauen wir nochmal. So, dann haben wir euch. Ihr solltet auf jeden Fall Gumbinnen einnehmen. Dafür steht die Kanone extra da. Scheint auch nicht das Problem zu sein. Dann können wir ihn da sogar reinziehen. Und er macht den Schützengraben dann schon mal so rum. Richtig rum. Gut. Dann. Jetzt kämen wir darauf. Aber wir bräuchten da drüben noch ein paar Einheiten, damit das mit dem Einkesseln wirklich klappt. Aber ich denke, wir können es auf jeden Fall versuchen. Jetzt irgendwie in alle Richtungen verschanzen. So, wir können zur Not hier noch was wegnehmen. Oder hier, also du kannst ja ruhig nachziehen. Kann sich da zwar nicht mehr verschanzen, aber ich denke mal, das wird trotzdem schon noch gehen. Hier ist es aber noch gar nicht richtig rum verschanzt. Nein. Ernsthaft? Das hat man davon, wenn man eine Operation zu 90% zu Ende denkt. Und nur noch Leute mit Gewaltmarsch da rein. Okay, ein wenig ärgerlich ist das jetzt schon. Mit der Tilsit jetzt im Zweifel nicht einfach so aufgeben. Spekulieren mal, ja, der Gegner hat ja sehr geringe Werte in Bereitschaft und Moral. Wird schon eine Einheit auch nach Gewaltmarsch noch überstehen, aber muss gleichzeitig noch in die Richtung mauern. Kannst keinen Gewaltmarsch machen. Auch nicht. Auch nicht, weil er am Gegner steht. Der Kavalerist kommt auch nicht rein. Ach, geh du nach oben. Und falls es ein Gewaltmarsch war, kann er jetzt auch den Schützengraben nicht mehr richtig drehen. Schön, wie die Dinge so mal zusammenkommen, aber du kannst zumindest hier aufrücken. Du stehst da und Gumbinnen ist erobert. Nächstes Ziel der Artillerie ist Grodno. Und du kriegst nochmal deine Upgrades.
Meinetwegen noch verstärkt werden. Geh meinetwegen schon mal näher ran. Also eine kleine Lücke, aber nicht aus ausreichend Kontrollzone. Ist irgendwie trotzdem lieb, wenn das Akku irgendwie noch einen Schritt zur Seite macht. Jetzt einfach nur sehen, dass die da halbwegs das durchhalten. Dann wird er schon hier drüben. Ist dahinter so aus? Oh, hält sich in Grenzen. Das ist gut zu wissen. So, in Italien. Ach ja, doch. Es gab Angriffe. Und wir können hier mal ein bisschen aufhauen. Ja, aber ansonsten Position halten, da musste ich übermütig werden. So, und hier drüben, da steht da direkt die feindliche Artillerie dahinter. Man hier schon mal überlegen könnte anzugreifen. So eine Abteilung drin. Also, dass ich werde so gut. Schauen mal. Mittelprächtig gelaufen. Nicht wirklich gut gelaufen. Das war dann doch ganz schön teuer. Überlegen, den darunter zu ziehen. Wir können ja hier einen da wieder reinbringen. Bau dann eigentlich halbwegs darauf, der Gegner in Panik schon die Artillerie und alles denn da schieben wird und wir jetzt erstmal den Schützengraben wieder richtig umdrehen können. So, ansonsten, du tauschst dich mit dem aus, dann kann der schon mal die Upgrades kriegen. Wie man das übersieht, Niederlande, ganz, ganz wichtig. Ja, ist in Bulgarien, aber in Niederlande darf einfach nichts passieren. Dürfen die Österreicher meinetwegen auch mal was reintun? 20%. Tja, ansonsten drei Geschosse. Hat wieder nur Bodendeckung in dem Feld. Ja, wir haben nicht unbedingt die gesündesten Einheiten, aber man könnte es versuchen. Ja, mal schön auf Trab halten, ein paar Korps rausnehmen, wenn es geht. Sehr schön. Ja, ansonsten, ach, die Punkte schmelzen wieder so zusammen. Heilung hier und da, ja, nur noch 100 Punkte übrig. Also könnten hier durchtauschen. Schon mal zu upgraden. Die würde ich eigentlich gerne noch verstärken. Tja. Das Geld ist wie immer jede Runde wahnsinnig schnell weg. Und zwei neue U-Boote, zu denen wir gleich noch kommen. Und noch zwei Korps, sonst teilen wir das wieder. Eins für hier drüben, der Zwergmatar durchläuft. Eins für die Ostfront. Vielleicht bauen die hier oben irgendwie demnächst noch eins. Und der Aufklärungsbomber kann auch schon mal leichter haben, dass auch der Ort nur erreicht. Dann haben unsere Österreicher noch Punkte, also die bräuchten irgendwie mehr Truppen, um das hier mal besser zu mauern und noch mehr nach Serbien zu bringen und in Italien eine zweite Linie aufzubauen. Sind eh noch am Forschungslimit, das vereinfacht dann die Entscheidung zu kaufen. Kriegst sogar zwei Korps dann her damit. Ja, dann die U-Boote. Was jetzt hoffen, dass du hier Art durchschleichen kannst. Was auch gelingt. Gut. Du fährst da ein bisschen hoch und jetzt bist noch einmal auf Jagd und danach versuchst du auch zurückzuschleichen. Der andere ist gesunken. Der Österreicher ist auch in Position. Restliche Flotte noch ruhig. Dann
Hoffen wir mal, dass das hier alles halbwegs hält. Ja, und gehen in den nächsten Zug rein. Da sind neue U-Boote bauen und es wurde vorgeschlagen, dass sie ihren Bau in Pola an der Adriaküste abschließen. Im Mittelmeer wimmelt es doch nur so von Feindschiffen, auch schon in der Adria. Warum würde ich das eher nicht machen? Hätte ich nochmals Mitteleuropa, wird im deutschen Reich zum Verkauf schlage. Wieder interessant. Ich habe den Eindruck, dass hier hin und wieder mal doch neue Nachrichten dazwischen kommen. Jagdflugzeug 1, ja, okay. Ah, Infanteriekrieg, fehlt natürlich 1%. Aber immerhin, wir haben es im nächsten Zug sicher. Armkrieg ist gut. Ja, schön, Infanteriewaffen, da müssen wir nicht noch einen Zug warten bei den Österreichern. Ah, sehr viel mit Infanterie hier. Ja, und langsam zieht der Winter auf. Tja, dann schauen wir mal, was der Gegner anstellt. Keine fertigen Truppen von Eritrea nach Tobruk. Was können die? Ja, sie bringen ja Artillerie in Sicherheit, da oben verschwinden auch erstmal die Einheiten. Hosen ziehen, neuen rein in das Feld. Vielleicht können wir den ja aufschlagen direkt. Und das ist dann natürlich die Frage, wo die Angriffe stattfinden. Oder die KI greift nicht an, das wäre mir auch recht. Erstmal wieder ein paar Aufklärungsflüge. Die Festung. Er dürfte jetzt langsam die Verschanzung ausgehen. Auch Tilsitz angegangen, aber die Einheit kann das passieren überstehen. Ah, der ist auch ein bisschen kritisch. Scheint zumindest zu überleben. Den einen, der dabei Trabzon gerade stand, vielleicht auch mal sicher gehen, dass der auch da wirklich Versorgung kriegt. Sah gerade so aus, als ob er hier irgendwie abgeschnitten ist. Die Briten rücken tatsächlich vor. Da hinten kann Mebel dann erstmal so gehalten werden. Und die KI scheint nicht großartig anzugreifen, was auch mal entspannend ist.
Und dann gibt es Züge, wo sie einen 5-6-Kurs raushaut. Es ist immer wieder so eine Wundertüte. Dramatischen Erfolg in Rumänien. Das ist nicht gut. Geht jetzt nicht so gerne, wenn wir in Bulgarien mal wieder Erfolg hätten. Insgesamt mal Erfolg, weil dann könnten wir Serbien doch noch irgendwann kriegen. Nicht, dass die anderen jetzt noch Rumänien dazu bekommen. Na gut, Italien verlegt Truppen, diplomatischer Erfolg in Rumänien, U-Boote machen ein bisschen was. Gut, aber ja, eben keine großen Verluste, wie man das ja sonst hin und wieder hat, nur hier und da ein bisschen. Und das ist sehr gut, dass der durchgehalten hat. Wir müssen jetzt mal sehen, wie er die Position stabilisiert, den Schützengraben richtig rumdreht. Und hier schaut, das scheint ja hier eine ganze Menge Russen zu werden. Naja, da einfach weiter. Und hier die Gegend nicht auch irgendwie halten. Und jetzt nach und nach bei jedem. Ach, der ist wieder nicht verschanzt. Ist das so ein Feld, dass der Gegner nur erreicht, wenn er seine Einheiten nicht mehr verschanzt? Aber der hat jetzt halt schon die Infanteriewaffen. Deswegen ist es eher kompliziert, den zu kriegen. Aber ich stelle auch gerade fest, obwohl wir November haben. Haben wir in unserem Zug in unserer Gegend keinen Schlamm und noch keinen Winter? Man kann also noch schauen, wo es nach vorne geht und der hier. Ja, der hat noch eine Mindestversorgung. Wir müssen uns vielleicht mal die Straße zurückholen und das Feld da abdecken, aber das klappt soweit. Und hier auf das Haku gehen, interessant. Na gut, dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.